So, hallo und herzlich willkommen noch einmal zum JFT Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Ich begrüße alle ganz herzlich. Einen Moment, jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob auch alles läuft. Wir wollen uns noch mal einen kurzen Blick jetzt nach der EZB-Leitzinsentscheidung auf die Märkte gönnen. DAX, man möchte fast sagen, wie erwartet, eher bullish, attackiert jetzt gerade die 12.000er Marke, beziehungsweise läuft sogar über diese zurück, bekommt so ein bisschen Rücken. Wind. In der Tat ist es so, ich würde mal sagen, diese Bewegung jetzt hier mit deutlicher Verzögerung, aber dennoch ausmachbar hier mit der Attacke und auch leicht im Piekser über die Hochs von gestern, ist vielleicht gar nicht so, wie soll ich sagen, nicht so überraschend. Denn Draghi selber hat, kurz einen Blick, ja, sehr schön. Weil Draghi selber hat in der Leitzins, oder während der Pressekonferenz, nicht Leitzinsentscheidung selber, sondern während der Pressekonferenz ja gesagt, dass die EZB, und ich zitiere noch einmal ganz kurz, kurz noch einen Blick, um das parallel hier mal kurz drauf, dass die EZB im übertragenen Sinne weiter voll auf dem, bis auf Anschlag, auf dem Gaspedal im geldpolitischen stehen bleibt. Also, und zwar Draghi sagte, QE will run until ECB sees sustained inflation pickup. Das ist genau der Punkt. Also das QE soll laufen, bis die EZB einen nachhaltigen Anstieg in der Inflation ausmachen kann. Das ist insofern ganz überraschend, als dass ich jetzt mal hier ganz kurz was zeigen kann, nämlich die Grafiken zu den jüngsten Verbraucherpreisen, beispielsweise jenen zur Eurozoneninflation. Wir können uns auch die Deutschen anschauen, aber wir gucken uns mal die Eurozoneninflation ganz kurz an. Da findet man nämlich hier die Inflationsrate. Moment. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich nämlich alle Daten hier. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz optimal. Ich hoffe jetzt mal an der Stelle, ja, mit denen können wir ein bisschen besser arbeiten. Die andere Information, die wäre dann noch ein bisschen arg viel gewesen. Ein Moment, Money, ist es nicht? Moment, wo habe ich es? Consumer, da. Consumer Prices und Consumer Credit, Consumer Confidence. Na, sage mal, Prices, dann wird es hier sein. Ja, da ist es da. Da haben wir die Inflationsrate, Inflation Rate. Also, wir sehen 2%. Der letzte Datensatz gewesen, das ist die Zielmarke der EZB und die EZB sieht hier, ausgehend von dieser Entwicklung, die ja seit letztem Jahr, ich sag mal August zu erkennen ist, August, September und dann der kontinuierliche Uptick im Grunde genommen, sieht hier ganz offensichtlich noch kein sustainable Pickup. Ergänzend war es so, dass er relativ deutlich auch sagte, Draghi sees no convincing upward trend in underlying inflation. Also das heißt, Draghi selber sieht keinen überzeugenden Aufwärtstrend in der Inflation. Das ist interessant. Ja, das ist interessant. Also wenn man jetzt natürlich jetzt mal sich zurückschaut, die letzten 5 Jahre, also sehen wir das charttechnisch, fallende Hochs, fallende Tiefs, dann haben wir hier eine ganz klar deflationäre Tendenz. Es war natürlich nie eine Deflation, wie EZB und Mario Draghi immer beteuerte. Auch das hier, das war keine Deflation, als wir unter die Nulllinie gefallen sind. Nein, das war eine negative Inflation. Auch das haben wir gelernt. Jetzt sehen wir dann aus charttechnischer Sicht hier einen ganz klaren Bruch des letzten relativen Hochs, was diese Abwärtstendenz intakt gehalten hat. Und infolgedessen darf man hier durchaus, wenn man sich diese Sequenz dann steigende Hoch, steigende Tiefs anspricht, eigentlich von einem Aufwärtstrend sprechen. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie, also dafür braucht man jetzt kein Chartered Financial Analyst oder sonst dergleichen zu sein, irgendwie ein CTA-Titel oder dergleichen zu haben. Ich würde sagen, das ist schon ein klarer Aufwärtstrend, der zu erkennen ist. Draghi sieht ihn aber nicht, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet als, da kann so viel Inflation kommen, wie will. Aktuell bleibt die EZB vollends auf dem Gaspedal stehen und wird weiter Anleihen kaufen im aktuellen Volumen. Ich persönlich sehe zwischen den Zeilen schon, dass früher oder später die EZB Rechenschaft ablegen wird müssen über ihre Geldpolitik in diesem Zusammenhang und auch federn lassen wird müssen im Zusammenhang mit dann den Anleiheaufkäufen. Was bedeutet, müssen die früher oder später auch reduzieren. Aktuell ist aber die Situation ganz offensichtlich diejenige, wonach wir hier erstmal nicht damit rechnen sollten, dass dort geldpolitische Restriktionen eben anliegen und infolgedessen dann der DAX jetzt gut erklärbar über der 12.000er Marke. Interessant selbstverständlich, wenn man sich vor diesem Hintergrund
den Kursverlauf im Euro-US-Dollar mal betrachtet hier, der sich eher bullisch zeigt. Ja, also wir sind jetzt gerade eben kurzzeitig mal, und das war post der Leitzinsentscheidung der EZB, also während der Pressekonferenz noch und dann in den Folgeminuten, sind wir über die 1,16er Marke gelaufen. Man erinnert sich vielleicht hier in diesem Zusammenhang daran, was ich heute früh sagte. Wo haben wir ihn? Da. Da hatte ich so ein kleines grünes Kissen, gegen welches ich den DAX eher, Entschuldigung, den Euro-US-Dollar eher long sah. Wir haben jetzt also keinen massiven Move auf der Oberseite zu sehen bekommen. Also das ist jetzt nicht irgendwie die ultimative Kursexplosion, aber es ist zumindest mal eine relativ starke Tendenz. Oder um es anders zu formulieren, einer der beiden Märkte lügt. Also entweder ist der Euro bullish, dann bedeutet das eher einen restriktiveren Kurs, dann darf der DAX aber eigentlich, darf nicht steigen, das ist falsch formuliert, aber dann sollte der DAX das nicht unbedingt als Einladung sehen für anziehende Notierungen, oder der Euro ist eben schlichtweg falsch. Ich würde an der Stelle immer dem Devisenraum den Vorrang geben und würde den als richtig bezeichnen, weil einfach die Marktbreite und Markttiefe einfach wesentlich signifikanter ist. Was im Umkehrschluss etwas anders bedeutet, das wird sehr, sehr schwierig sein, diese Bewegung als nachhaltig zu klassifizieren, wobei man natürlich sich auch vor Augen führen sollte, diese Bewegung hier auf der Oberseite, dieser kurze Spike jetzt auf der Oberseite, das ist natürlich jetzt ein Break, der, wenn er nachhaltig ist und wenn es uns gelingt, im Bereich, sagen wir mal, dieser Hochs hier und vielleicht sogar oberhalb der Tageshochs von gestern zu schließen, oberhalb von 20.020 Punkten, dann wäre das natürlich eine Einladung im DAX, die uns bis 20.060 vielleicht darüber bis in den Bereich um 20.100 führen könnte. Das auf jeden Fall mal als Grundgedanke vielleicht mitgenommen. Auf der Kehrseite steht natürlich dann die Überlegung, das war vielleicht ein Fehlausbruch aus der Range und wir bewegen uns jetzt wieder in den unteren Bereich der Range und morgen geht das Spiel von vorne los und wir überlegen uns eben, ob wir hier vielleicht in diesem Zusammenhang dann einen Bruch aus der Range auf der Unterseite zu sehen bekommen. Fakt ist auf jeden Fall, durch diesen kurzen Spike jetzt hier auf der Oberseite ist dem DAX natürlich nach oben und auch dem jetzt derzeit zumindest nicht erfolgenden Follow-Through ist dem DAX natürlich jetzt hier so ein bisschen der Rückenwind genommen, so sage ich mal. Bedeutet also, eine höhere Verwundbarkeit ist jetzt ausgehend hiervon eher auf der Unterseite zu erwarten, denn dort haben wir gesehen, dass der Markt diverse Male aufgesetzt hatte und desto häufiger dieses Aufsetzen geschieht, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass es dort zu einem heftigeren Break dann auf der Unterseite kommt. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik, erst für morgen. Wir könnten natürlich darauf hoffen, dass uns irgendwie die US-amerikanischen Märkte dort diesbezüglichen Impuls liefern. Allerdings, da hält sich die Vola auch so ein wenig in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tendenz ist auch hier weiterhin eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, also das heißt, auf der Unterseite würde ich jetzt nicht super aggressiv agieren wollen, weil diese Korrekturbewegung doch dann auch schon wieder relativ lang gelaufen ist. Wir sind jetzt auch in einem relativ stabilen Bereich gelaufen, an dem wir uns auch ganz offensichtlich hier fangen können. Wäre also durchaus denkbar, dass wir hier im Laufe dann des Tages, vielleicht jetzt nach einem kurzen Rücksetzer, das ist für die Intraday-Fraktion vielleicht ganz interessant, auf den Open nochmal die türkisfarbene Linie, die dunkle blaufarbene Linie, das ist der Close von gestern Abend, dass wir in diesem Bereich vielleicht doch nochmal einen Long-Trigger finden und nochmal die Hochs anlaufen. Wir müssten dann mal abwarten, wie der DAX darauf reagiert. Also nochmal, ich wäre hier vorsichtig mit Long-Engagements, weil die Korrektur hält halt noch an derzeit im Dow Jones. Dennoch, man könnte durchaus sich überlegen, ausgehend von dem übergeordneten Bild, gegen diesen Bereich sich long zu positionieren. Wie gesagt, ausgehend von dem übergeordneten Bild in der untergeordneten Zeitebene wäre vielleicht denkbar, dass man sagt, man schaut sich mal das Verhalten hier im Bereich dieser blaufarbenen Linien an. Das ist so der Bereich 20.855 bis 860 Punkte. Und wenn wir eine Stabilisierung zu sehen bekommen, könnte man es mal versuchen mit einem ganz engen Stop hier von vielleicht 20 Punkten, auch sicherlich ausgehend von der ATR, dann müssen wir auch mal schauen, vielleicht sogar 25 Punkte, dass man die zweifache ATR nimmt. Dass der Dow dann vielleicht Intraday in den Abend hinein nochmal ganz interessant wird. Wie gesagt, wir müssen aber mal schauen, ob der DAX darauf wirklich so positiv reagiert und ob der dieses Momentum, sollte der Dow Jones das aufnehmen und sollte der dann als Kursziel da oben vielleicht die rotfarbene Linie anvisieren, das sind die Hochs des gestrigen Handelstages, ob der DAX dann auch wirklich folgen will und ob da wirklich dann vielleicht auch, ob es überhaupt reicht für einen Schluss oberhalb von 12.000 Punkten. Der Wochenschluss kann auf jeden Fall interessant werden, wird es vielleicht sogar definitiv mit den NFPs, die um die Ecke stehen und anstehen, ja. Schauen wir einfach mal. Alles Weitere dann morgen im Morning Meeting. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen erholsamen Abend und schaltet morgen zum Morning Meeting rein, 10:30 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut und tschüss.